Willkommen auf dem Kanal VfL Wolfsburg Fans. Hier haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Details zur VfL Wolfsburg Reise. Was ist der Google Pixel Supercup der Frauen und wer spielt mit? Der wieder eingeführte Supercup der Frauen ist für die besten Mannschaften des Landes die erste Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Wie bei den Männern auch treffen beim Supercup der Frauen die deutschen Meisterinnen, in diesem Fall der FC Bayern München, sowie die DFB-Pokalsiegerinnen, der VfL Wolfsburg, aufeinander. Sollten beide Mannschaften in den kommenden Jahren identisch sein, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Meister und Vizemeister. Wo wird gespielt? Die Partie wird an einem jährlich wechselnden, neutralen Spielort ausgetragen, mit dem der Supercup als ein Highlight-Event des Frauenfußballs gezielt in unterschiedliche Regionen des Landes gebracht werden soll. In diesem Jahr wird am Sonntag, ab 18.15 Uhr, das Rudolf-Habich-Stadion in Dresden Gastgeber sein. Ist der Supercup der Frauen ein völlig neues Event? Tatsächlich nein. Bereits zwischen 1992 und 1997 wurde der Supercup der Frauen 6 Jahre lang ausgetragen. Rekordgewinner mit jeweils 2 Siegen sind Grün-Weiß Brauweiler 1994, 1997 und der FSV Frankfurt 1995, 1996, auf einen Triumph kommen der TSV Siegen 1992 und TuS Niederkirchen 1993. Nach 27 Jahren Pause ist diese Veranstaltung als Google Pixel Supercup zurück im nationalen Frauenkalender. Wer überträgt den Google Pixel Supercup der Frauen? Fans, die nicht live in Dresden dabei sind, können die Partie gleich auf mehreren Sendern verfolgen. Sport1 wird den Supercup im FreeTV übertragen, parallel zeigen auch Magenta Sport und DAZN, die auch weiterhin jeweils alle Spiele der Google Pixel Frauenbundesliga im Programm haben, die Partie als kostenpflichtiges Angebot. Bis zum nächsten Mal unterstützen wir gemeinsam den VfL Wolfsburg. Wenn Sie noch nicht registriert sind, melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie über alle Neuigkeiten und Emotionen unseres VfL Wolfsburg auf dem Laufenden.